Die Zukunft, die kommt ja nicht einfach. Die Zukunft wird ja durch uns gestaltet. Wir denken ganzheitlich digital. Das muss man sich vorstellen, man hat alle Gebäude und die verbindet man alle mit einem Kabel miteinander, um Daten auszutauschen, um Daten auszuwerten. Ich finde super, dass man zum Beispiel auch keinen Schlüssel mehr braucht. Alles melden kann, Schaden melden kann. Man kann immer seine Verbrauchsdaten einsehen. Das finde ich super. Wir sind hier bei der Wohnungsgenossenschaft 1893 in Eberswalde. Gebäudekonnektivität 4.0, Kiwi und Loft2Go. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt. Wir ändern massiv Grundrisse, wenn wir modernisieren. Und wir gelten als 1893 als ein sehr junges Unternehmen, frisch im Auftritt. Und wir sind auch sehr digital. Jemand hat mal gesagt, wir sind immer ganz vorne dabei. Also sehen Sie sich quasi als Pionier? Ja, so benennen uns die anderen. Wir freuen uns auf die Zukunft und wollen die Zukunft gestalten und nutzen dafür digitale Tools. Die 1893 hat ja schon einen großen und präsenten Social-Media-Auftritt und so wurden wir dann auch aufmerksam auf die Wohnungen, auf diese Galaxy-Kollektion damals. Die haben ja alle verschiedene Themen. Als wir die Häuser fertiggestellt hatten, haben wir überlegt, wie vermarkten wir die Häuser? Also kamen wir auf die Idee, wir machen es wie bei der Bekleidung, wir machen eine Kollektion. Und es kommt sozusagen die erste neue Boomtown-Kollektion heraus. Eine Wohnung hieß zum Beispiel Sam in Love. Das war so eine kleine, schnuckelige Zweiraumwohnung, wo man sich miteinander schön gemütlich machen kann. Die andere Wohnung hieß Wild Harry und hatte eine Terrasse, wenn man quasi draußen ein bisschen wilder leben kann. Wohnungen sind jetzt mittlerweile seit 3 Jahren saniert. Die Grundrisse wurden geändert, was für uns natürlich super ist, weil wir eine richtig schöne große Wohnung jetzt haben. Wir haben 6 Räume und das ist für uns besonders, weil wir damals gemerkt haben, das ist in Eberswalde gar nicht so einfach. Und Sie hatten die Mieter-App Loft2Go erwähnt. Ja. Wofür nutzen Sie die? Also ich habe sie bisher immer für Schadensmeldungen zum Beispiel genutzt und ich nutze sie auch jeden Monat, um meine Verbrauchsdaten auch einzusehen und zu schauen, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel geheizt für meinen Geschmack. Oder also da hat man dann auch eine Übersicht, wie es so im Durchschnitt, wie man so im Durchschnitt dasteht. Ja, und dann man muss halt nicht mehr ewig in irgendeiner Warteschleife hängen oder irgendwo eine E-Mail schreiben, die niemals jemand beantwortet. Ja, also ist schon super. Unser ganzer Vertriebsweg, der läuft komplett digital. Wir unterzeichnen selbst unsere ganzen Verträge, werden komplett digital auch durch den Kunden unterzeichnet. Also auch Mietverträge? Auch Mietverträge werden unterzeichnet. Beitrittserklärung zur Genossenschaft wird alles komplett digital unterzeichnet bei uns. Unser ganzes Kundenmanagement ist komplett digital. Dazu haben wir auch eine Mieter-App. Der Kunde kann da seine monatlichen Verbräuche sehen, er kann seine Dokumente sehen, er kann seine Vertragsdokumente sehen, er kann seine Zahlungen sehen, er kann einen Schaden melden, falls doch mal ein Schaden auftritt, er kann seine Anliegen melden. Wir haben an diesem System auch eine Hausmeister-App. Ja? Also der Hausmeister kriegt seine Aufgaben, seine Kontrollgänge komplett digital. Ja? Wir haben digitale Schließsysteme, Kiwi und die Gebäudekonnektivität. Was bedeutet Gebäudekonnektivität? Ganz einfach erklärt. Also ganz einfach erklärt, muss man sich vorstellen, man hat alle Gebäude und die verbindet man alle mit einem Kabel miteinander. Das ist jetzt mal so vereinfacht dargestellt, um Daten auszutauschen, um Daten auszuwerten und Vergleiche stattfinden zu lassen. Wir haben alle Stationen mit Sensorik verbaut und sammeln die ganzen Funkdaten ein, um die Heizung eben halt effizient zu betreiben oder Fehler frühzeitig zu erkennen. Ne? Heißt es, dass dadurch auch Energie eingespart werden kann? Wir sehen Anormalitäten. Da läuft ein Heizungs-KI im Hintergrund. Die zeichnet jede Heizung auf und sobald was festgestellt wird, gibt es einen Alarm. Ich bin ja jetzt seit 6 Jahren hier und wir sind ja hier in der Cottbusser Straße. Da war, als ich angefangen habe, ist noch absoluter DDR-Standard gewesen. Und das hat sich seitdem, ich sag mal, rausgeputzt, das Viertel. Wir haben hier hinten die Cottbusser, die Spreewaldstraße saniert, hinten der Spreepark wurde da angelegt und ist jetzt eine schöne Ecke geworden. Die Hausmeister-App, da sind ja überall in jeden Aufgängen sind so eine kleine Chips verbaut an den Tafeln. Da halten wir dann ran und dann stehen da die Aufgaben drauf, die wir dann, sag ich jetzt mal, an dem Tag erledigen müssen.
mache ich da ein Häkchen ran, wenn ich das gemacht habe, und dann bin ich halt fertig. Sie haben die Kiwi-App erwähnt. Kommt es auch bei den Mietern gut an? Fühlen die sich wohl mit diesen digitalen Zugangssystemen? Ja, weil es auch sehr vereinfacht ist. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Hauseingangstür kommt, da kann man dann, wenn man den Chip in der Tasche hat, dann öffnet sich die Tür automatisch, und dann mit vollen Einkaufstaschen braucht man den Schlüssel nicht rauskramen, und so kann man sofort zum Fahrstuhl gehen. Wie sind Sie auf die 1893 als Vermieter gekommen? Ich hatte meine Eigentumswohnung in Berlin verkauft, weil die Gegend hat sich da verschlechtert. Und da habe ich mir die Wohnung angeguckt und Rohbau, meine Gedanken so fließen lassen, wo was ich was einrichte. So, ja, ich habe mich gleich in die Wohnung verliebt und hat das alles wunderbar geklappt. Ja, das war ja auch mal eine Platte hier, aber davon spürt man eigentlich gar nicht. Gar nicht, nee, absolut nicht. Also ich muss sagen, ich bin ja nun die erste Miete hier im Haus gewesen. Da musste ich noch mit Schlüssel rein und so. Und wie die Kiwi-Sicherheitssystem hier eingebaut worden ist, fand ich fantastisch. Wenn ich vom Einkauf war, klick gegen die Tür auf. Wenn man Schlüssel verloren hat, dass man mit der App dann entsprechend auch die Tür öffnen kann, das finde ich ja super. Die Digitalität, das ist ja nun lange kein Trend mehr. Das ist ja irgendwie ein großer Wandel, der die ganze Gesellschaft gerade betrifft. Das Ziel der Digitalisierung ist, uns mit den Mietern mehr zu beschäftigen und weniger mit uns selbst oder unseren eigenen Prozessen oder den Verschwendungen, die wir so haben, weil wir es schon immer so gemacht haben. Totaler Quatsch. Eberswalde stand auf der Liste der schrumpfenden Städte. Und irgendwie haben wir es alle gemeinsam geschafft, dass Eberswalde von der Liste der schrumpfenden Städte auf die Liste der wachsenden Städte gekommen ist. Wir konnten richtig hier was bewegen und wurden Deutschlands beste Wohnungsmarke.